Schritt 1. Sich überlegen, welche Bäume man pflanzen möchte. Schritt 2. Internetrecherche oder eine Baumschule besuchen, um diese Bäume zu kaufen. Schritt 3. Bäume entgegennehmen, sie pflegen, mit ihnen reden, begrüßen. Ist halt mir wahrscheinlich so ein esoterischer Nonsens für manche. Egal. Schritt 4. Boden bearbeiten und die Pflanzung vorbereiten. Und Schritt 5. Pflanzen reinsetzen und hoffen, dass sie die nächsten Jahre überleben werden. Und ich bin jetzt bei Schritt 4. Und das mehr in diesem heutigen Video. Bratpause, kommen jetzt zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Peace-Projekt. Und das ist, der zweite Teil bei dem Bäumepflanzen. Den ersten Teil verlinke ich euch in den Infokarten, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Dort seht ihr einfach, wie ich die Bäume beschaffen habe und welche Bäume allgemein ich mir besorgt habe. Heute geht es darum, dass ich die ersten Beerensträucher bei mir in den Garten reinsetzen möchte. Einerseits die Felsenbirne, also die zwei Zwergfelsenbirnen, die kommen dann hier an die Seite hin, da wo es mir in einem Teaser gesehen habt, und die zwei Goji-Bären, die kommen, weil ich gelesen habe, dass die ein bisschen Halbschatten benötigen, da an der Seite an den Kompost. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen die Hügel, also ein bisschen den Boden aufgelockert, spatentief. Und jetzt werde ich nochmal hier mit der Erde in der Schubkarre nochmal den Boden aufbessern. Das ist die Muttererde von meinem Nachbarn unten am Acker. Also es ist sehr guter Boden. Da habe ich mir sehr viel Erde geholt mit einem Freund. Haben wir gestern die Erde geholt und da bessere ich jetzt einfach den Boden hier allgemein auf. Und ich werde jetzt einfach hier die guten Pflanzen einfach setzen. Eventuell auch die Stecklinge, die ich mir damals gemacht habe von der Johannisbeere, werde ich einfach mal testweise reinsetzen und mal schauen, was. So, die Bäume habe ich jetzt alle gesetzt. Mein Vater hat mir jetzt geholfen, die richtig reinzusetzen, damit sie schon geradeaus sind. Die Johannisbeeren werde ich irgendwann vielleicht die kommenden Tage setzen. Da muss ich erstmal schauen, ob die Wurzel gebildet haben. Da habe ich jetzt keine Lust und auch keine Zeit. Und ja, ich werde jetzt dann einfach nochmal kurz durchschauen. Also euch zeigen, wo ich sie reingesetzt habe und wie sie gewachsen sind zum Ende des Videos. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr einen Kommentar lasst, das Video einen Daumen nach oben gibt oder allgemein bewertet, es eventuell auch in Social Media Kanäle teilt und auch auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke eventuell drücken könnt. So unterstützt ihr mich und mein Projekt, damit ich hier einfach weiter im Einklang mit der Natur, meine Permakultur, das Peace-Projekt weiterführen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr in dieser Episode eingeschaltet habe, wie ich meine Beerenpflanzen hier im Garten gesetzt habe. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und genießt noch die letzten schönen warmen Herbsttage. Wir sehen uns in der nächsten Episode vom Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.